Hallo, herzlich willkommen zu einem Monster Hunter Tried Ultimate Let's Play. Das letzte Mal haben wir den Lagiakos besiegt. Oh mein Gott! Da hat sich herausgestellt, oh, es war wohl doch nicht der Lagiakos, der dafür gesorgt hat, dass alles voll kaputt war und boom, pow und was auch immer war und was weiß ich was. Und genau deswegen, naja, wissen wir noch nicht ganz, was wir machen sollen. Aber das ist nicht so schlimm, weil, ja, wir machen halt mal Quests, wir questen ein bisschen weiter, vielleicht findet ja irgendjemand anders was da heraus. Und außerdem ist Chacha verschwunden, was ich überhaupt nicht cool finde, Mann. Chacha, was soll das? Aber wir werden es überleben. Und zwar werden wir dieses Mal mit einer 5-Sterne-Quest weitermachen. Und nicht mit Erntetour, sondern mit, nein, auch kein Lagiakos-Fang, sondern Hitzeabbau. Ja, besorge 2 Pulverscheine. Kein Problem, easy, machen wir. Wir sollten genug Items bekommen und die Pulversteine-Quest, die kann sogar ein bisschen fies sein. Vor allem, da es ja jetzt im neuen Gebiet ist. Aber das kriegt man schon hin. Das ist so gesehen so eine Eitransport-Quest, nur ein bisschen fieser. Oh mein Gott. Oh, oh. Sehr cool. Der Vulkan. Ein sehr cooles Gebiet. Und sehr gut zum Farmen. Vor allem Erzefarm und Rostscherben. Aber was Rostscherben sind, darauf kommen wir erst zurück, wenn wir auch wirklich mal welche sehen. Ich nehme hier am Anfang mal die Karte, dass ihr die auch sehen könnt. Und hier brauchen wir eigentlich nicht wirklich Mini-Wertsteine, sind eher unnötig. Wir kriegen sogar Nährstoffe. So, ich bin hier übrigens sofort auf so viel HP wie möglich gegangen. Und deshalb kriegen wir hier auch die Nährstoffe, wenn wir die hier essen. Nom. Erhöht sich unsere maximale HP. Oh ja. So. Und hier, der Vulkan ist eigentlich ein ziemlich cooles Gebiet. Ich gehe einfach mal hier ein paar Gebiete entlang. Wir werden hier noch genug sein. Kelbis. Und hier ist es immer sehr cool, um Erze zu farmen. Und um ehrlich zu sein, ist es schlauer, die andere Richtung zu gehen. Nicht hier, weil man Erze haben will. Also zu Gebiet 5 erstmal zu gehen. Und da gehen wir auch erstmal hin, weil ein paar Erze können wir uns noch gönnen. Oder da hinten, da sind auch schon welche. Oh Mann, ich habe mich gerade daran erinnert, wie schrecklich dieses eine Drecksvieh ist. Dieses Nahabra. Dieses Fliege-Kackvieh. Das ist so ätzend. Das hier, genau das hier, das da hier, das da. Das wird uns noch sehr oft nerven. Sehr oft. Weil es ein dummes Drecksvieh ist. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wir werden es wahrscheinlich noch erfahren, wie ätzend das ist. So, jetzt nehmen wir aber erstmal, ein Kaltgetränk. Weil jetzt wird es ziemlich heiß. Wir sind ja an dem Vulkan. Und jetzt hören die Gebiete hier auf. Und Gebiet 5 fängt schon an mit dem super heiß sein. Und Renobler sind natürlich auch da. Die sind auch sehr nervig. Aber wir werden es überleben. So. Da hinten kann man schon was ganz Cooles sehen. Hier, wenn die Erze so aussehen wie das da hier, also so ein bisschen, keine Ahnung, mit so einem komischen, boom, da haben wir schon, dann können da Rostscherben rauskommen. Noch eine, oha. Nice, gleich mal 2 Stück auf einmal. Die sind ziemlich cool, die können wir am Ende der Quest sehen, was die machen. Aber ich beeile mich jetzt erstmal hier lang. Farmen kann ich immer noch offscreen. Mache ich vielleicht auch jetzt. Oh je, Katzen. Also hier ist es wirklich, wäre es wirklich super, super nützlich, die Feline-Fähigkeit, also die S-Fähigkeit, Feline-Lander zu bekommen. Dann könnte man nämlich mit dem, was man jetzt einsammelt, von Gebiet 10 auf Gebiet 5 runterhüpfen. Und das ist super nützlich. Aber wir machen es natürlich auf die schwere Art und Weise. So, hier gibt es auch noch ein paar Erze. Gebiet 9 ist ein ziemlich cooles Gebiet. Ich glaube, hier ist es nicht mal so heiß, also wegen Kaltgetränk. Mal schauen. Herzamulette. Schön. Was es hier so Schönes gibt. So. Der Gemüseälteste ist auch noch hier. Boah, Impfstoffe. Komm, gib mir einen Sprintsaft. Also wenn man hier jetzt schon Sprintsäfte machen kann, dann wäre das gar nicht mal so schlecht. Die sind hier sehr nützlich. So, jetzt kommen wir auch gleich zum allerbesten Erzteil. So, gibt es hier immer 2 Erze und die können ziemlich gute Sachen droppen, ne? So. Aber, wo ist Kugel Plus zum Beispiel? Aber die Gegner hier ist ein bisschen nervig. Das, was wir eigentlich machen wollen, ist hier, war es hier sammeln? Ja, hier sammeln. Boom, da haben wir schon den Pulverstein. Was man jetzt sehen kann, unsere HP da oben, die leuchtet rot und geht jetzt ganz langsam runter.
Und das Problem ist, wenn wir den Pulverstein fallen lassen, dann explodiert er und macht nochmal extra Schaden. Also ja, das könnte ein Problem sein. Und darum müsste man hier erstmal schlau vorbeikommen. Yay! Eine schlaue Route rausfinden. Hier immer ein bisschen gefährlich. Wenn hier auf einmal so eine kleine Mini-Dings kommt, also wenn es hier jetzt zum Beispiel so runter geht, sollte man genau deswegen nicht rennen, weil sonst macht man so einen Hüpfer. Und da kann es auch mal passieren, dass man den Stein fallen lässt. Ist mir schon mal passiert. Und es ist sehr doof. Aber egal, wir werden es hoffentlich jetzt schaffen. Es gibt nämlich hier noch ein ganz anderes Problem. Wir haben nämlich nicht umsonst diese Dunkbomben bekommen, die wir aber auch leider nicht wirklich einsetzen können. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt lang will. Gebiet 5 oder 7? Ich würde mal sagen, Gebiet 5. Weiß nicht. Notfalls müssten wir doch noch das Gebiet wechseln. Aber das Schöne ist, dass wir ja voll die maximale HP-Anzeige hier haben. Was ziemlich lustig ist. Und genauso wie bei den Eiern kann man hier auch von allem erwischt werden. Und dann lässt man auch sofort das Teil fallen. Ist nicht so cool. Und es gibt, glaube ich, auch bestimmte Fähigkeiten, die das noch einfacher machen. Es gibt auch so eine Fähigkeit, irgendeine Transportierfähigkeit, wo man dann super schnell rennen kann. Und ich glaube, es gibt auch eine, wo man den Feuerschaden da oben nicht so wirklich bekommt. Aber bei der letzten bin ich mir nicht so sicher bei der Fähigkeit. Sehr schön, kein böser Gegner. Wir lernen nämlich hier einen neuen Gegner kennen. Und der ist sehr nervig. Aber bis jetzt eigentlich ziemlich chillig. Bis auf die Renoblos, die können einen ziemlich nerven. Aber zum Glück ignorieren die uns gerade. Ich hoffe, ich schnaufe gerade nicht ins Mikrofon rein. Weil meine Nase ist ein bisschen voll. Und das im Sommer. Oh mein Gott. Ja gut, nicht wirklich Sommer, aber fast Sommer. Oh Gott, lass mich in Ruhe, Benahabara. Du trägst wie. Ich hasse dich. Aus gutem Grund. Das Vieh ist so ätzend. Hoffentlich sehen wir in dem Let's Play nicht warum. So. Das Problem ist natürlich noch, dass wir zwei von diesen Steinen holen müssen. Und nicht nur einer. Könnte auch ein kleines Problem darstellen. Vor allem, da wir unseren coolen Kumpel Chacha nicht haben. Der könnte uns ja jetzt sagen, wo ein großes Monster ist, was eins da uns nerven wird. Aber nein. Und oh, ich habe den Fehler gemacht, den ich jedes einzelne Mal mache. Ich laufe immer falsch von Gebiet 1 auf Gebiet 2, weil ich dann immer denke, dass ich da zum Lager komme. Und das ist dann der falsche Weg. Juhu. Aber kein Problem. Die scheinen uns zu ignorieren. Glücklicherweise. Ah, schön im Lager. Das Schöne hier ist, wir es abgegeben haben. Oh. Dann können wir auch ganz einfach kurz hier pennen gehen für unser HP. Peng! Ist gerade irgendwie voll langweilig, ist gar keine Musik da. Was soll das? Oh Mann. Ich habe auch ein bisschen Kopfweh. Und ich nehme jetzt auch dieses Mal nur kurz eine Folge auf und danach war es das schon. Aber sonst würde keine Folge jetzt gerade rauskommen, wo sie jetzt hier rauskommt. Und das will ich ja nicht. Aber das sollte ja auch kein Problem sein, weil wir hier eine ziemlich easy Mission machen. Ich suche noch kurz was anderes. Weil jetzt können wir auch wieder neue Käfer finden, die auch für manche Sachen nützlich sind. Oder sogar wichtig. Für manche Waffen oder Rüstungen. Wirklich? Ihr seid doch dumme Penner. Ey. Die kleinen Monster, das ist echt schlimm. Wisst ihr was? Okay, ich farm das wann anders. Muss ja nicht jetzt sein. Na gut. So, jetzt ist ein anderes Problem. Es könnte sein, dass uns das Kaltgetränk ausgeht. Ich weiß nicht, wann ich das benutzt habe. Aber das hält nur 10 Minuten. Aber wenn wir jetzt ein Gebiet 10 noch einmal nehmen, soll das eigentlich passen. Ich hoffe, das tut dann wieder die Zeit resetten. So, jetzt schauen wir mal. Alles chillig, okay. Ich hoffe, ihr hört die Hintergrundgeräusche gerade nicht. What the fuck? Spielt da jemand auf der Gitarre rum? Na egal, unwichtig. Mann, ich habe immer die eigenartigsten Hintergrundgeräusche. Das ist voll schlimm. So. Wie es aussieht, finden wir nicht diesen bösen Gegner, der hier auftauchen könnte.
Weil es gibt natürlich jetzt auch super viele neue Monster und auch sehr, sehr coole Monster. Vor allem eins davon ist so abnormal nervig, aber es ist gleichzeitig so cool. Also es sieht richtig cool aus. Und ich finde auf jeden Fall, dass es cool aussieht, und zwar der Aknaktor. Jo, easy. Jo, Gemüse, Alter, ist da, was geht? Ein schönes Kaltgetränk nehmen, warum nicht? Die Ration können wir uns auch noch reinstopfen. Das passt dann mal, würde ich sagen. Also die Viecher sind übrigens total nervig. Und das sind so... warte, wie hießen die Viecher? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber das ist so ziemlich die kleine Version von dem Monster, das ich erwähnt habe. Von Aknaktor. Aber wir werden es noch sehen. Ich will ja nicht zu viel spoilern. So, los, beweg dich, du faules Stück. Ist doch nur ein bestimmt 100 Kilogramm schwerer, super heißer Stein, der Magma-Zeugs in sich drin hat. Was heulst du da so rum? So, hier jetzt vorsichtig. Okay. So, hier gleich nochmal. Vorsichtig. Oder hier war es, glaube ich. Vorsichtig. So, das soll es gewesen sein. Boah, wie hier immer alles explodiert. Nicht ganz eruptioniert, was auch immer, keine Ahnung, Vulkanzeugs halt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Magma oder Lava ist. Ich vergesse den Unterschied immer. Also eins von denen ist immer oben und eins ist unten. Also ich meine jetzt, eins ist an der Oberfläche und eins ist im Untergrund. Welches jetzt was ist? Keine Ahnung. Ja, hier, die tut voll rumheucheln, ne? Würde ich auch mit so einem Stein. Na gut, mit so einem Stein wäre ich wahrscheinlich tot. Weil der mich einfach mal zu Tode erfeuern würde. Da würde ich schmelzen, wenn ich den in der Hand hätte. Oh Mann. Wenigstens haben wir eine coole Rüstung. Die wir auch bald mal wechseln sollten. Halt allen, da wir jetzt mal bald coole Rüstungen holen können. Und ja, ich weiß gar nicht welche. Also welche ich so im Plan hab. Und sehr schön. Keine großen Monster, alles gut, easy, GG. Total einfach. Ich weiß aber gar nicht, ob wir hier ein großes Monster finden können. Vielleicht ist es hier nicht, aus irgendeinem Grund. Weil irgendwie sind diese Eier-Quests hier und die Quest hier, es ist super einfach im Low-Rank. Also die sind allgemein einfach. Nur eben, das hier ist jetzt wirklich, hier passiert ja gar nichts. Normalerweise gibt's ja immer, wird man da immer von irgendeinem großen Monster verfolgt. Da gibt's schon ein bisschen mehr Action. Aber das ist ja wirklich, das war easy. Ich hasse dieses Vieh. Oh Mann. Na gut. Dieses Mal aufpassen. Und nicht da reingehen. Das versucht uns nur zu verarschen. Huch. So. Ich habe hier auch gerade gar nichts mehr zu sagen. Voll schlimm. Oh Mann. So, aber gleich habe ich was zu sagen. Und zwar haben wir ja diese coolen Rostscherben bekommen. Sehr nice. Ich hätte auch nicht erwartet, dass wir gleich so schnell zwei Stück bekommen. Die sind nämlich ziemlich selten. Und jetzt werden wir mal rausfinden, ob wir eine coole Waffe bekommen oder nicht. Obwohl, eigentlich ist jede Waffe, die wir aus der Rostscherbe bekommen jetzt, ziemlich cool. Und ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ja, kein Problem. Easy. Boah, meine Hände schwitzen, aber ey, voll schlimm. Ich will doch nicht mein schönes Gamepad hier verschwitzen. Sehr widerlich. Das macht man nicht. Wunderbar. So viel Arbeit. Für ein paar Pulversteine. 15 Minuten. Quest erfüllt. Die Belohnung, könnte auch besser sein. So, jetzt schauen wir mal. Große Knochengewehrlanze, Jäger doch. Nein, das sind... Ach so, stimmt, da können... Ja, es kann doch Schrott rauskommen. Was die hier übrigens sind, die beiden, die brauchen wir nicht. Die können wir gleich verkaufen.
Und was kriegen wir hier? Schlemmen, ja, das können wir mitnehmen. Das Gute ist, man macht immer viel Geld. 6000 Zennies dafür, nicht schlecht. So macht man Geld, indem man Vulkan Rostscherben farmt. Aber ich habe eigentlich was anderes gemeint mit, wir können ja nichts Schlechtes bekommen. Und zwar gibt es später noch andere Scherben. Und da sind die schlechten Waffen auch nutzbar, sage ich mal. Aber das war ja jetzt die ganz Anfang Knochenwaffen. Und da will auch noch jemand mit uns reden. Schlönefuhl, Leute, verspricht Gutes. Wir haben eine Quest von jemandem, der Schakalaka im Blick haben könnte. Das ist doch dein Kumpel, oder? Ich werde der kleine Kerl erwarten, dass du ihn rettest. Enttäusche ihn nicht. Allerdings wirst du mit Sicherheit Probleme mit dem Duramboros bekommen, der sich in der Nähe aufhält. Ein Duramboros nutzt seinen Schweif wie ein Hammer. Er schwingt ihn hin und her, bevor er zuschlägt. Sei vorsichtig. Aber noch mehr drauf. Er springt auch in die Luft und bewegt und Banane. Fuck, ich habe schon wieder Banane gesagt. Bis dann. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Einen betrübten Jäger, der seinen kleinen Kumpel vermisst. Ich kenne das, wie ein Schlag in den Magen, richtig? Oder vielleicht näher an, wie heißt das? Pankreas, Milz? Egal, du musst für mich nicht tapfer sein, Jäger, wenn dich an meiner Schulter ausholen, nur bla bla bla. Ja, du hast eine neue Quest bekommen, was tust du da, bla bla bla. Jemand soll angeblich deinen kleinen Freund gesehen haben, offenbar will der Geist. Emotional, bla, okay, danke. Boah, jetzt schon eine dringende Quest. Schakalaka Retter 2, er jagt einen Duramboros. Oh. Wisst ihr was? Davor machen wir aber noch den Erntetour mit Katzenpass, weil da kann ich in der Zwischenzeit farmen. Oh, was will ich denn farmen? Gut, dass ihr fragt. Ich würde nämlich gerne für den Duramboros eine coole Waffe haben. Vielleicht sogar die hier. Aber nein, ich weiß nicht. Ich hätte doch lieber hier Eis. Ach, verdammt, wir haben ja noch gar keinen Barriott. Oh. Ich weiß nicht. Ich werde schon was Schönes zusammenfarmen. Ja, vielleicht, wir brauchen eher eine Feuerwaffe dafür. Vielleicht farm ich... Oh, verdammt, Rathalos-Gewebe. Muss das sein? Hier, oh, cool. Vielleicht auch die hier. Aber nein, die brauchen wir gar nicht für den. Schauen wir mal, was finden wir noch zusammen hier? Egal, ich werde schon was finden. Was wir jetzt erst machen, ist die Tatzenpass-Quest. Und ja, wie wir es erkennen. Ups. Schön kurz ausrüsten. Wir haben jetzt ein paar Sachen dabei, aber soll uns nicht stören. Ich will die ja nur machen, dass ihr seht, dass ich sie gemacht habe. Warum auch immer. Ich weiß, ihr wisst, dass ich die Tatzenpass-Quest machen kann, aber ich will jede Quest hier schön auf Kamera haben. Wir werden das jetzt hier eh nur ganz kurz nutzen, um ein paar Schmetterlinge einzusammeln. Käfer. Und dann passt es schon. Und dann beende ich die Folge. Und das nächste Mal geht es dann mit richtigen Quests weiter. Und ich weiß nicht, sollen wir da schon den Duramboros machen? Oder erst noch den Lagiakos fahren? Natürlich eine gute Frage. Werde ich noch rausfinden. Oh, Donnerkäfer! Der Duramboros hat übrigens eine ziemlich heftige... Ich weiß nicht, ob Feuer- oder Eisschwäche größer war. Ich glaube, die Feuerschwäche war größer. Ich bin mir auch nicht sicher. Es kann auch sein, dass er eher eine Eisschwäche hat. Und es ist übrigens ein ziemlich lustiges Monster. Der Duramboros. Der hat auch, glaube ich, eine ziemlich lustig aussehende Rüstung. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie die nochmal genauer sah. Und wir haben jetzt so einen weiblichen Charakter. Also, wir werden sehen. Wow! So, wir haben schon lange keine von denen hier mehr gekillt. Die sind kaltblütige Killer. Wir töten sogar die Pflanzenfresser und lassen das Baby leben. Naja, schön dich gekannt zu haben. Bye. Rohes Fleisch. Arr. Wie ein richtiger Mann werden wir das rohe Fleisch essen. Schauen wir mal. Okay, nicht mal lang, dann haben wir die Quest geschafft. Oh mein Gott, wir haben eine Tatzenpass-Quest geschafft. Wie schwer. Ja, ich bin so stolz auf mich. Hoho. Ching. So ein kleiner Tipp, wenn man hier mit dem Vulkanpass hier farmen will, dann sollte man sich Kaltgetränke mitnehmen. Weil sonst verbrennt man und das ist nicht so cool. So, ja, okay, wie es aussieht, müssen wir doch noch gleich 30 Sekunden warten. Oh Mann, so viel auf einmal warten. Aber dann könnten wir was anderes machen. Oh, doch nicht. Doch nur 2 Minuten, okay. Nichts anderes machen, von wegen. Das können wir auch machen, währenddessen wir hier warten. Und zwar ein paar Gesten. Zum Beispiel... Klagen.
Wano. Schimpfen. So ein Scheiß. Ha, ha, ha. Relaxen. Ah ja, Provokation ist auch cool. Ah, okay. Jetzt werden wir es nicht mehr komplett sehen. Oder? Doch. Ah. Okay. Dann kann ich jetzt die Folge beenden, oder? Darf ich aufhören? Mein Kopf tut nämlich weh. Und das ist nicht so cool. Aber, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich nur doof geschlafen und bin verkrampft. Aber das hat euch eh nicht so interessiert. Das ist euch wahrscheinlich total egal. Ihr denkt euch wahrscheinlich, ey, du Spack. Also, warum erzählst du uns das? Und ich denke mir gerade auch nur so, warum erzähle ich es euch eigentlich? Bin ich behindert? Keine Sorge. Ich bin behindert. Aber ich werde jetzt trotzdem die Folge beenden. Schöner Verstauen. Oh je, unsere Spitzhacke ist kaputt. Nein! Schau, wir können auch gleich nochmal schauen, wie viel Zeug wir jetzt haben. So, boom. Also wir haben einmal die Seite hier. Fatz. Schon zwei Seiten voll von 10. Ja, ja. Fängt so langsam fängt's an. Nicht schlecht. Oh je, so viel Gedöns. So, okay, aber ich werde dann jetzt wirklich die Folge beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.